Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem Marsch. Wir düngen jetzt Feld Nummer 25. Kommt bald das große Geld. Wir müssen mal den alten Kurs löschen. Dann laden wir einen neuen. Und zwar Düngenwiese Nummer. Ja, Düngen. 29. Startpunkt. Lass mal düngen. Wir schauen, was der andere macht. Mit dem Dünger. Die Lage ist gelaufen. So, gehen wir auf die Gesamtübersicht. Ja. Geht vorwärts. Und da auch. Ach, da fehlt Kalk. Aber gut, dann nicht tragisch. Das gibt Schlimmeres. So. Da müssen wir noch hin. Das heißt, wer einer zuerst fertig ist, wie man sieht, man braucht noch mehr Düngersteuer. Also, wir müssen jetzt ein bisschen durchhalten. Und die Zeit drücken zum Starten. Ich weiß gar nicht, wieso der Rechner so warm ist. Die innere Nutzung ist so warm. Mit 27 Grad. Ja, ist halt so. FPS auf 46, das geht noch. Ausgelassen an der 0, also nichts. CPU 5,2. Ist schon mit dem komisch. So, und dann sieht er fast fertig aus. Ja, nur fast. Die andere Bahn muss auch noch machen. Kleine Feld. Fährt er gerade mal die Runde. Wie ist der Reifestatus? Wie weit ist es schon? Gras ist zu sehen. Also 2. 2. Stufe. Also 15 und die 14. Nach 14 ist eine andere Frucht. Also die 21 werden wir mähen können, die 2 und die 15. Immerhin 3 Felder, vielleicht werden sogar 4. Bei der Wiese würde ich sagen, machen wir auch noch. Ja, das andere ergibt sich von alleine. Wenn der fertig ist, geht es auf die kleinen Fläche. Machen wir gleich selber. War noch nicht fertig. Wir müssen mal sehen, dass wir das. Auf längere Sicht, wir brauchen mehr Düngersteuer. Wir brauchen mehr Geräte. Und mehr Traktoren. Wir brauchen Geld. Ja, wir müssen Geld drucken irgendwo. Aber so können wir nicht. Ja, dann können wir mal gleich wieder ein bisschen mal Silage holen. Nebenbei. Gibt gleich Geld. Machen wir Licht an. Einnahme BGH. Oh, 532.000. Also 1 Million. Million. Super. Super. Ich habe eine Million, da kann man gleich Schulden zurückzahlen. Aber gleich. So, jetzt sehe ich. Machen wir schauen wir zurück und dann kann man noch was ausgeben. Das
Das ist die Bank ärgern, gibt keine Zinsen mehr. Aber wahrscheinlich wird noch eins ausgeben müssen. So. Weil dann 12 wäre ein ganz guter Zustand. Die 12 kostet glaube ich eine Million. Was wäre die 18? Und Wert? Könnten wir uns leisten. Muss noch was drin sein, was wir noch gebrauchen können, ne? Wäre auch halbwegs gedüngt. Und wäre Gras. 12 wäre auch Gras. Die 23 auch. Gras. Und wäre relativ preiswert. Muss ich sehen. Wir haben jedenfalls einmal zu tun mit unseren beiden mit den drei Wiesen Prinzip. Da haben wir also tun. Hier nun bald hell. Ich kaufe erstmal keine weitere Fläche. Das wäre jetzt Folge Nummer 1, 2, 3, 6, 7, 8. Ah, na, das kaufen wir keine Fläche mehr mit. Mit Weizen und so, das können wir nicht ernten. Gras übrigens auch nicht mehr. Also, wenn wir die unsere beiden drei Felder noch schaffen, ist das ganz gut. Ist da vorne der Händler? Ich glaub schon. Der hat so viel Licht, der hat so viel Geld. Oder? Werde ich jetzt komplett verfahren im Dunkeln. Mars kein Händler, das ist wieder was anderes. So, das wäre theoretisch Bahnhof. Muss das Bahnhof sein? Bahnhof links. Das ist ein anderes Gebäude. Aber wir fahren in die richtige Richtung komplett. Einer ist fertig. Bahnhof. Der fährt noch. Der ist fertig. Dann düngen wir gleich unsere Vorstadtwiese. Dann lassen wir mal die Lage erstmal außen vor. Wichtig ist immer, dass wir unsere Wiesen gedüngt kriegen. So. Das war nicht so klug, wogegen. Dann können wir auf 30 gehen. Weil mit der Silage im Bunker kriegen wir doch nicht hin. Das schaffen wir einfach nicht. So. Jetzt können wir auf 30 gehen. Weil nachts dunkeln. Jetzt war gut munkeln, aber das wollen wir nicht haben. Außerdem wollen wir das erreichen, dass wir heute noch die drei Wiesen mit schaffen. Das sind Folge Nummer 6, 8 habe ich gezählt. Wird nicht mehr. Muss ich mal ganz kurz überschlagen, wie viele Folgen ich jetzt machen müsste. Die Folgen beginnen ja am Montag, das hieße theoretisch 5 Folgen, Wochenende 9 und Dienstag, Montag, Dienstag, vielleicht noch Mittwoch. Damit ich ein bisschen mehr Reserve habe. Das hieße also rein theoretisch 9 plus 3 macht 12 Folgen. Wenn ich jetzt schon bei der 8. bei bin, ja, dann brauche ich noch 4.
Und vier Folgen Gras mähen, das müsste noch gut hinkommen. Und in die BGH bringen. Eine Million zu verdienen normal wäre schön. Aber gut. Klappt nicht immer. Wichtig ist, dass wir zum Anfang und die Wiesen komplett gedüngt sind. Denn dann brauchen wir anfangs, ja, dann können wir die ersten Tage voll zeitlich vorspulen, die Wiesen dann mähen können. Es sei denn, wir können dort nachdüngen. Also düngen werden wir müssen auf jeden Fall die 2 und die 15, die ist ja lückenhaft, die anderen werden in Ordnung sein. Kann man nicht erkennen, wo gedüngt ist. So, wollen wir hier mal Helfer arbeiten? Ich kann das besser wie ich. Noch bei. Dann können wir mal gleich von Hof den Mist wegholen, ne? Oder machen wir den Mist zum. Also bis wir da eine Fabrik gebaut haben, das dauert noch ein bisschen oder so. Tendiere eher für neue Felder. Dann werden wir auch mehr verdienen, wenn wir mehr Felder haben. Aber ich werde mal immer sehen, ob den Mist, doch den Mist werden wir wegnehmen. Von der Rinde. So, wir haben jetzt 2.22 Uhr, mal Zeit, wo ich einschlafen kann. Die Grautsche von Sonntag. Sonntag meldet ihr wieder mega Verkehrschaos. In Brandenburg und Berlin enden die Ferien und ich muss da durch. Müssen wir in Zukunft ein bisschen anders gestalten hier, einen Streifen entweder Straße dazu bauen oder ja, wir werden das machen müssen. So, liebe Kühe, ich hole mal eure Kacke ab. So. Den man also auch Mist nehmen kann, aber nicht auf dem Hänger. Ist auch nicht tragisch. Geht ja vorne an. War ja auch so eingestellt, ne? Wir holen mal uns den gelben Hänger. Gülle haben wir auch noch, aber für Gülle haben wir kein Festchen. Und da, wo die Milch drin ist, da will ich keine Gülle mitfahren. Das ist von vornherein für mich ausgeschlossen. Das mag ich persönlich nicht. Allein der Gedanke, wenn das reell auch so wäre,
will sofort den Bauern wechseln von der Milch. Das bei bester Reinheit kann man das nicht aufwiesen. So, wer ist fertig? Gut, mal schauen. Ja, ist fertig. Haben wir noch was zu düngen? Voll gedüngt. Das geht nicht. Das geht auch nicht mehr. Gut, dann ist er fertig. Dann fahren wir auf dem Feld. Und das, also da kommen wir nicht rüber. Da müssen wir durchs Wasser fahren. Ich denke mal, das wird nicht klappen unbedingt. So. Gras wächst auch schön. Jetzt fischen wir mal kurz rüber. So. Schön viel Mist, Anführungszeichen, ne? Nehmen wir hier vorne das Umwelt mit. Will er nicht? Wieso nicht? Geht so hoch. Der sah noch hoch aus, aber er hat sich verhakt irgendwie. So. Ich gehe noch rein. So. Gut, fahren wir rüber zur BGH, der Mist. So. Könnten wir mal auch mal versuchen, ne? Wenn man viel Mist hätte, wenn man viel Mist überfährt. Aber wir haben nicht viel Mist. Es ist 5:30 gegen 27, 8 Uhr geht noch Wachstum durch. Solange werden wir auf 30 laufen lassen. Vorsichtig ausgedrückt. Weil die BGH-Mauer ist auch Mist und Gülle. Bald
uns die Gülle kümmern, also Nigeria-Rohstoff kümmern, die anfallen. So, jetzt Tag wieder. Er kippt zwar ab, aber wird nicht angezeigt. Gut. Das wäre auch nicht so tragisch. Beziehungsweise kann man ja gleich so stehen lassen, ne? Dann fahren wir lieber Silage. Da wir ja nicht viel Silage hatten, packt ja auch nicht an den Seiten. Ne? So, oh, liebe Zuschauer, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder zu morgen oder heute in der zweiten Folge. Weiß jetzt gar nicht so genau. Dann seid mal Tschüss und bin gewinkt. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.